Hallo und moin bei einer neuen Folge vom CC2. Ich möchte heute etwas tun, da bin ich selbst zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es wichtig, darüber zu reden und ich finde es auch interessant, darüber zu reden. Und auf der anderen Seite bin ich mir der Tatsache bewusst, dass man damit auch ziemlich schurkenhafte Dinge tun kann. Worum geht es? Im Prinzip geht es um Fälschungen. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit auch davon gehört oder Beispiele gesehen, dass Menschen Dinge sagen, die sie eigentlich gar nicht gesagt haben. Dass also mit neuronalen Netzen, mit maschinellem Lernen, diesen Menschen Worte in den Mund gelegt werden und auch eine Stimme imitiert wird, die Aussagen tätigt, die in der Realität gar nicht existiert haben, nur indem man eben vorhandenes Bildmaterial, vorhandenes Tonmaterial nimmt und das eben entsprechend neu einsortiert. Und auch im Wahlkampf, so gegen Ende des Wahlkampfs, die Spitzenkandidaten, es gab dann ganz lustige Videos teilweise, die haben dann alle möglichen Lieder gesungen, was dann auch schon zeigt, also man kann schurkenhafte Dinge damit tun, man kann aber auch zur guten Unterhaltung beitragen sozusagen. Nun, ich möchte da heute mal einen Blick drauf werfen, weil im Prinzip könnten wir jetzt sagen, naja, wir lehnen uns mal zurück. Wir haben da sicherlich alle schon mal gesehen, da gibt es doch irgendwas hier im App Store. Und dann lade ich mir das da halt runter. Und dann habe ich halt einen vergnüglichen Abend und habe da Spaß daran, das auszuprobieren. Naja, in der Theorie funktioniert das so. In der Praxis gucken wir mal. Also da gibt es jetzt einige Sachen, da erahnen wir schon, wenn die so 2 oder 3 Sterne nur haben, dass da vielleicht nicht alles so ganz in Ordnung ist und auch die anderen. Also wenn wir hier einfach mal auf das allererste klicken, denken so, ja, 4,5 Sterne oder was das ist, ist doch gut. Und da sehen wir dann hier oben aber, bietet In-App-Käufe an und dann gucken wir hier unten und ist witzig, aber mit Werbung zugemüllt. Das Logo ist immer zu sehen. Hier ist jemand zufrieden, Preis zu hoch. Dann habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt, habe gedacht, naja, vielleicht waren das ja jetzt die Nieten und danach kommen dann die richtig guten Anwendungen. Aber ich muss sagen, nee, also das bleibt irgendwo schon im ziemlich durchwachsenen Spektrum, was man da erlebt. Man kann da sicherlich Spaß mit haben, aber richtig gute Ergebnisse gibt es da nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, dann will ich mal wissen, wie funktioniert das eigentlich und wenn wir das selbst machen. Also das kostet so viel Geld, also da werden dann Abos angeboten, die man dann abschließen kann, teilweise gleich für ein ganzes Jahr. Das kostet einfach so viel Geld, weil unsere Hosentaschencomputer gar nicht in der Lage sind, von ihrer Rechenleistung her, das wirklich selbst zu rechnen, sondern das wird dann übertragen in ein Rechenzentrum und wird dann dort gerechnet. Und auch dort sind es sehr komplexe Rechnungen, sehr lange, langwierige Rechnungen, die kosten Geld, die kosten Zeit und das wird entsprechend weitergegeben. Und dann war mir sowieso recht schnell klar, dass das eigentlich nicht mein Ansatz ist, sondern ich möchte sowas selbst machen, ich möchte es auf dem eigenen Computer entwickeln, ausprobieren und ich möchte es vor allen Dingen auch so ein bisschen verstehen, so ein bisschen hinter die Haube gucken. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was es da gibt. Und jetzt habe ich den Browser klein gemacht, dabei brauchen wir den noch. Ja, bin ich zuallererst, bin ich bei FaceSwap hängen geblieben. Der Name ist hier sozusagen Programm. Also wir nehmen Bilder oder wir nehmen ein Video mit einem Menschen und nehmen weitere Bilder oder ein weiteres Video von einem anderen Menschen. Und das Ergebnis im Idealfall ist, dass dieses Video, stellen Sie sich vor, also dieses Video, was Sie hier gerade sehen mit mir, wäre dann im Idealfall ein Video, da würde jetzt Wolfgang hier stehen und Sie würden nicht erkennen, dass in Wirklichkeit eigentlich ich hier stehe. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Zum Glück sieht die ein bisschen anders aus, aber wir gehen da mal langsam durch. Also, das ist die Website hier und wir sehen hier, also das läuft mit Python, wird das realisiert und mit TensorFlow und Keras. Das sind die Frameworks, die Bibliotheken, mit denen es dann vergleichsweise einfach ist, neuronale Netze rechnen zu lassen. In dem Fall ist das die Variante von Google. Wir werden nachher auch noch die Konkurrenz davon sehen. Und dann habe ich das installiert und das Ganze meldete sich dann so. Das Ganze sieht dann so aus. Also wir haben hier eine grafische Oberfläche. Dann schauen wir uns die Sache doch mal ein bisschen genauer an. Wir haben im Prinzip 3 große Einheiten hier, die wir durchlaufen müssen, um so ein Video, so Bilder erstellen zu können.
Wir haben das hier, wir sehen es hier in dem Reiter hier oben. Es geht erstmal los mit Extract. Wir müssen aus einem vorhandenen Video, aus vorhandenen Bildern ein Gesicht extrahieren. Und dieses Gesicht wird dann, also das macht das Programm dann automatisch, das wird dann zentriert. Das kann ich gerade mal zeigen, wie das aussieht anhand von Dateien, bei denen ich das schon gemacht habe. Wir müssen dann hier rechts gucken. Also ich habe ein vorhandenes Video genommen von vor ein paar Ausgaben und habe gesagt, okay, dann guck da mal drauf und dann hol dir mal die Gesichter daraus und wir gehen jetzt hier mal durch. Und wir sehen also, es wird nicht nur zentriert, es wird auch noch ausgerichtet, dass es dann immer gerade ist. Und genau da sahen wir also die eine Moderationsposition, die nächste. Ich kann hier mal ein bisschen schneller durchgehen. Also da sind, das sind etwas über 1000 Bilder. Die Entwickler von dem Programm sagen, so ab 1000 Bildern, da fängt es erst an, sinnvoll zu sein. So viele Bilder braucht das Programm, um vernünftig zu funktionieren, eigentlich dann noch einige tausend Bilder mehr. Aber ich lasse es jetzt hier bei dem Beispiel, ich sage da gleich noch was dazu. Also diese Bilder werden dann erstmal extrahiert und ein Modell daraus gebildet. Also das Programm guckt sich letztlich an, wie sieht dieses Gesicht aus und macht es verständlich für den Computer letztlich. Also ein Modell, eine Vektorzeichnung im Hintergrund, die den Computer weiterhilft, die aber vielleicht für den Menschen dann zu abstrakt ist. Wie so eine Bilderkennung und Bildanalyse und eine Gesichtserkennung grundlegend funktioniert, habe ich vor ein paar Sendungen gemacht. Ich denke mal, das werde ich verlinken und hier irgendwo am Video anheften. Gut. Da sind wir also hier an dem Punkt, dieses Modell wird erstellt und dann kommt die nächste Phase. Dann kommt eigentlich die interessanteste und die langwierigste Phase. Das ist das Training. Da sage ich also diese Extraktion erfolgt dann für die Bilder von beiden Gesichtern. Ich habe jetzt nur eins gezeigt, aber es folgt komplett analog dann auch für das zweite Gesicht. Und dann kommt also diese Trainingsphase. Da haben wir hier also Input A, Input B und wir sehen hier Mass Versuch. Ist dann, war dann mein Name und T für Thomas, W für Wolfgang. Das heißt, wir geben beide Gesichter hier rein und sagen, jetzt erstelle ein Modell, mit dem es dir möglich ist, egal wie dann jemand in die Kamera guckt, ob jetzt so frontal wie jetzt oder wenn ich mich drehe, wenn ich nach oben, nach unten gucke, damit letztlich immer mein Gesicht gemorpht wird quasi auf zu dem anderen Gesicht. Und das läuft ziemlich lange. Ich habe es einen knappen Tag mal hier auf dem Rechner laufen lassen. Und das ist auch so eine Sache, wenn Sie spezielle Grafikkarten haben von Nvidia oder AMD, dann wird es darauf gerechnet. Diese GPU, diese Grafikprozessoreinheiten, die erlauben es, solche Sachen parallelisiert zu rechnen und damit schneller zu rechnen, viel schneller zu rechnen, als das die normale CPU, der normale Hauptprozessor des Computers tun könnte. Aber das funktioniert dann wiederum nur mit bestimmten Grafikkarten, weil entsprechend die Programmierung hier auch nur für bestimmte Grafikkarten vorgesehen ist. In dem Fall ginge es also wesentlich schneller, als wenn Sie das über den Hauptprozessor rechnen lassen müssten. Aber im Endeffekt kommt das Gleiche raus, es dauert nur in dem einen Fall deutlich länger als in dem anderen Fall. Und wir können uns das hier mal angucken, was ich gemeint habe, nämlich nachdem ich dann einen knappen Tag habe rechnen lassen, müssen wir mal kurz hier zu den Tools springen, denn da haben wir das Preview-Tool und dann erstelle ich jetzt mal ein Preview, beziehungsweise bevor ich das erstelle, wollte ich Ihnen noch was anderes zeigen. Sie haben es wahrscheinlich gerade kurz schon gesehen. Ich habe nämlich einen Screenshot gemacht, als das Ganze hier lief. Und anhand dieser Beispiele kann ich vielleicht mal ein bisschen plastischer erklären, was hier eigentlich zur Sache geht. Also, wir haben hier am Mauszeiger ein Originalbild und dann steht hier Original, Original. Das heißt, der Algorithmus hier drin, der nimmt dieses Originalbild und zerlegt es in sein Vektormodell. Und versucht dann aus diesem Vektormodell dieses Original wiederherzustellen. Und dann geht er hin und guckt, wie gut war ich denn jetzt eigentlich? Und wenn es gut war, dann werden die Stellen, die Gewichte nennt man das im Hintergrund, in dieser Berechnung, in dieser Formel, dann werden die Stellen sinnbildlich nochmal verstärkt. Und andere, wenn es nicht gut war, dann werden die Stellen, die er ausprobiert hat, geschwächt.
Und das macht er halt ganz oft und das macht er mit allen Bildern, die man ihm gibt und immer und immer und immer wieder und versucht es dann mit jeder Iteration da ein Stück besser zu werden, also diese Verluste, wie man es dann nennt, abzuschwächen. Und das sehen wir hier also, er versucht also hier aus dem Original wieder das Original zu machen und wir sehen, das gelingt ihm dann zumindest so einigermaßen, die Auflösung ist dann deutlich kleiner und wir haben hier hinten aber auch Original-Swap. Das heißt, er versucht hier aus meinem Gesicht schon das Gesicht von Wolfgang zu machen. Und das kann man erahnen, jetzt wo ich es dazu sage, kann man sagen, ja, geht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen in die richtige Richtung. Wir haben hier auf der rechten Seite genau den umgekehrten Fall. Also wir haben dieses Swap-Bild, wir haben letztlich das Bild von Wolfgang und wir wollen daraus wieder mich machen. Und das ist natürlich alles so ein bisschen ausbaufähig. Wir können hier unten gucken. Hier sind also gerade mal 4 Stunden 24 Minuten vergangen, die der daran rumgerechnet hat. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist zu wenig. Ich habe dann nochmal das Ganze gemacht nach 6 Stunden 54 Minuten. Und wir erkennen hier jetzt schon, also die 2,5 Stunden, 2,5 waren es, ne? Ja, die 2,5 Stunden mehr, die haben hier schon einiges gebracht. Und an einigen Stellen kann man sagen, also ich finde zum Beispiel hier oben, wo ich mit dem Mauszeiger jetzt bin, da kommen die Gesichtsstrukturen, Konturen von Wolfgang schon ganz gut zur Geltung. Bei anderen jetzt vielleicht nicht. Und im umgekehrten Fall muss ich sagen, da bin ich kaum überzeugt davon. Jetzt bin ich danach, das war dann irgendwann spät abends, da bin ich dann schlafen gegangen und habe den Computer über Nacht mal rechnen lassen. Und am nächsten Morgen habe ich mir das nochmal angeguckt und habe abgebrochen. Wir haben jetzt das Modell dann also dann über die Nacht noch weiter rechnen lassen und das ist letztlich das, was hier rauskommt. Also dieses Preview, was ich eben angestoßen habe im Hintergrund, bevor ich dann jetzt nochmal gewechselt bin auf den Screenshot. Dieses Preview sieht jetzt so aus. Und ich glaube, die Nacht hat sich hier auf jeden Fall gelohnt, weil ich zumindest finde, dass hier zum Beispiel oder vor allen Dingen hier links unten, dass das schon ganz gut in die richtige Richtung geht. Ich mache das nochmal zu, weil es lohnt sich teilweise dieses Preview ein paar Mal zu machen. Mal kommen bessere Bilder raus, mal erwischt er halt schlechtere, er nimmt halt zufällig gewisse Bilder. Und hier sehen wir auch schon, es geht halt eben nicht nur darum, frontal in die Kamera zu gucken, sondern ich gucke eben auch in so einem Video nach unten und mal zur Seite. Und wir sehen also auch hier wieder hier unten in der Mitte und hier unten rechts. Ich finde, da kann man Wolfgang schon ganz gut erkennen. So zum Spaß mache ich es hier nochmal. Zwei Dinge jetzt dazu. Zum einen sträubt sich in mir etwas im Hinblick darauf, das Ganze perfekt zu machen. Ich möchte nicht fälschen. Ich möchte keine perfekte Fälschung. Was ich möchte, ist, ich möchte das verstehen. Ich möchte mich sensibilisieren für Fälschungen andere Leute, um Fälschungen vielleicht zu erkennen. Und deswegen sträubt sich in mir etwas zu sagen, das ist jetzt noch nicht perfekt, das ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und ich möchte jetzt immer weitermachen. Ich hätte den Rechner natürlich jetzt noch tagelang weiterrechnen können. Es gibt in der Anleitung durchaus die Empfehlung, ja, je nachdem, wie die Konfiguration ist, lassen Sie es doch einfach mal eine Woche lang laufen. Und ich hätte auch viel mehr als diese etwas über 1000 Bilder hier reingeben können. Dann wäre es sicherlich auch besser geworden. Also ich habe hier, wir sehen hier jetzt das dritte Beispiel und weil es so schön ist, kann ich noch ein viertes Mal das machen. Wie gesagt, das war nicht mein Ziel dabei, aber ich wollte auf jeden Fall zeigen, zumindest in welche Richtung das geht, wie es prinzipiell funktioniert, sowas zu tun. Also hier kommen auch wieder einige Sachen dazu, wo ich sagen muss, das geht schon ganz gut in die Richtung, auch wenn die Auflösung davon dann deutlich schlechter ist als oben von meinem Original, von meinen Originalgrimassen, die ich da mache. Soweit dazu. Und der nächste Schritt ist dann vergleichsweise einfach, vergleichsweise geradlinig. Also wir würden dann hier sagen, wir nehmen hier ein Input-Video, Originalvideo, wenn ich jetzt sagen würde, hier die Folge 304. Und lassen dieses Modell darauf laufen und hätten am Ende dann dieses Video mit einem Wolfgang, der noch so halb aussieht wie ich. Aber eine andere Aufgabenstellung wäre ja zu sagen, ich habe ein Video von jemandem, der irgendwo steht und etwas erzählt
Und ich möchte jetzt einfach, dass dieses Video weiterläuft. Die Person soll aber etwas anderes sagen. Also eine Stimme von jemand anderem soll eingespielt werden und es soll so aussehen vom Lippensynchronisation her, als würde die Person genau das sagen. Und das ist auch wieder hier eine Variante, eine Sache. Es ist oft übrigens so, wir sehen das hier, das ist auf GitHub gehostet, dass das Forschungsprojekte sind, dass sowas aus Universitäten kommt, dass so etwas aus Abschlussarbeiten kommt. Und oft genug, das sehen wir dann vor allen Dingen gleich noch, ist es dann auch so, die Leute machen das an der Uni und hinterher gehen sie dann gleich zu einer Firma oder gründen eine Firma und machen dann ihr Geld mit diesen Modellen, mit diesen Verfahren, die sie hier erarbeitet haben. Das bedeutet aber auch, da es aus den Universitäten kommt, ist es nicht richtig perfekt. Es ist eben Forschungsarbeit. Es ist dann manchmal auch eher ein Proof of Concept, also der Beweis, dass etwas funktioniert, dass eben so ein Modell, so eine Sache machbar ist. Aber es wird nicht perfektioniert in dem Sinne, dass es wirklich einwandfrei aussieht. Das sehen wir auch gleich, was hier gemeint ist. Also wir sehen hier auch wieder, wenn wir hier oben gucken, das sind wieder Python-Sachen. Diese ganze Machine Learning-Geschichten, das läuft in vielen, vielen Fällen in Python. Das hat sich durchgesetzt letztlich als Sprache dafür. Und wir haben hier jetzt im Hintergrund Torch, nicht mehr TensorFlow. Das meinte ich eben damit. TensorFlow ist dieses Toolkit, was im Hintergrund mithilft, dass man da eben relativ schnell an entsprechende Erfolge kommt. Und hier ist es eben Torch und wir können uns das mal angucken. Hier, also das, was wir da eben gesehen haben, dieses Inference Python, was wir aufrufen sollen, das ist dafür, für das, was es tut, eigentlich relativ übersichtlich. Da ist gar nicht so viel drin. Das sind 281 Zeilen. Natürlich, so schnell wie ich jetzt hier durchgehe, kann man nicht verstehen, was es tut. Aber darum geht es auch gar nicht. Aber wir sehen auch hier oben, also Bibliotheken werden en masse quasi eingebunden. SciPy, Computer Vision. Irgendwo war eben Torch ist hier und irgendwo hatte ich auch NumPy. Ja, es arbeitet wirklich mit einer ganzen Menge Bibliotheken. So. Was habe ich hier gemacht? Dann habe ich gedacht, gut, wir haben wieder unseren Kanal mit den Videos und den zwei Moderatoren und dann kann ich doch ich da stehen und Wolfgang reden lassen oder Wolfgang da stehen lassen und mich reden lassen. Habe ich gemacht, zeige ich gleich und ich zeige es jetzt und dann sage ich, was ich dazu denke dazu. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht. Ja, das wird den einen oder anderen nicht wundern. Kameras, das ist nun mal so ein Lieblingsspielzeug von mir und ich habe die Technologie seit 40, 50 Jahren verfolgt. Das hat mich teilweise begeistert, teilweise erst. also, das war das erste Video. Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Es ist so ein bisschen, wirkt es wie so ein Fisch im Aquarium, wenn man sich die Mundbewegungen anguckt. Nicht so ganz rund, aber im Prinzip geht es doch in die richtige Richtung. Muss man jetzt auch noch dazu sagen, Bildqualität wäre natürlich besser, wenn wir jetzt direkt aufs Gesicht gezoomt hätten, wenn wir wirklich eine hohe Auflösung hätten im Gesicht. Aber für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. So, das Ganze jetzt mal genau umgedreht. Hallo zusammen und herzlich willkommen am Basteltisch vom CC2. Die Computertechnik hat in den letzten Jahrzehnten wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Und es sind heutzutage Sachen möglich, die waren früher vollkommen undenkbar. Aber gleichzeitig glaube ich so ein bisschen, haben wir an der einen. Damit wir das Ganze dann doch nochmal im Detail sehen, habe ich gedacht, ich mache das auch mal als Aufschnitt. Ich habe dann quasi das Gesicht aus dem Video ausgeschnitten, weil das muss man auch dazu sagen. Je höher die Auflösung ist, desto länger rechnet er und desto mehr Arbeitsspeicher frisst er auch. Und irgendwo, ich kann da nicht mit Full HD reingehen, da komme ich mit 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher einfach irgendwo relativ schnell an meine Grenzen, sondern ich muss das Video in der geringen Auflösung zeigen. Das haben wir eben gesehen. Also das war, glaube ich, 480, wenn überhaupt, vielleicht irgendwie eine krumme Sache, 450 Zeilen quasi. Also keine richtig zeitgemäße Auflösung, aber damit hält sich der Rechen- und Speicheraufwand in Grenzen. So, und deswegen dachte ich, okay, dann nehme ich das Gesicht nochmal in groß und dann können wir uns das auch nochmal angucken. Hallo zusammen und herzlich willkommen am Basteltisch vom CC2. Die Computertechnik hat in den letzten Jahrzehnten wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Und es sind heutzutage Sachen möglich, die waren früher vollkommen undenkbar.
Aber gleichzeitig glaube ich, so ein bisschen haben wir an der einen. Aber das ist der Beweis, dass es prinzipiell geht. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich möchte nicht die perfekte Fälschung machen. Das liegt mir vollkommen fern. Ich möchte nur zeigen, es geht prinzipiell und wir sollten es im Hinterkopf behalten, bei Anlässen, wenn wir eben Videos sehen und skeptisch sind, dass so etwas eben möglich ist. Das, was ich jetzt gezeigt habe, das glaubt natürlich nur jemand, der uns noch nie hat reden hören oder der vergessen hat, wie unsere Stimmen klingen. Denn die Stimme von Wolfgang, während ich zu sehen bin, naja, das wird dem einen oder anderen merkwürdig vorkommen. Ich hatte ja bisher nur letztlich Veränderungen im Video gezeigt, aber das, was wir jetzt haben, gibt es analog auch für Stimmen. Hier das Voice Cloning, das Klonen von Stimmen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich rede etwas und in meinem Fall kann ich ja praktischerweise ein Video, eine Audiospur von einem Video von mir nehmen und füttere diese Anwendung, die, wir sehen es hier wieder in, zu 100% in Python geschrieben ist, füttere das also in diese Anwendung hinein und die erstellt wiederum ein Modell daraus. So wie wir das eben gesehen haben, es werden Modelle erstellt und aufgrund dieser Modelle wird dann meine Stimme, mein Sprachduktus, alles, was letztlich dazugehört, die ganze Intonation versucht nachzumachen. Ich kann in dem Fall sagen, es ist nicht das beste Modell, was man sich vorstellen kann. Wenn man das hier, was hier auf dem Bildschirm zu sehen ist, liest, dann steht das auch da. Das war letztlich hier die Masterarbeit von jemandem, wie ich eben gesagt habe, der jetzt da Geld verdient, indem er das professionell macht. Und da finden sich auch andere Beispiele dafür. Man muss jetzt auch dazu wissen, das ist trainiert auf englische Sprache und das Deutsch daraus zu machen, das klingt dann noch mal ein bisschen merkwürdiger. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch das mal einspielen. Und zwar habe ich da was vorbereitet. This voice should resemble my own voice, but I am not convinced at all. Also, der erste Versuch, der erste Spruch, wie gesagt, aufgrund der Einschränkungen auf Englisch. Es gab da auch mal ein deutsches Trainingsset, aber das war für die alte Version davon, als die noch mit TensorFlow gearbeitet haben. Die sind dann zu Torch gewechselt. Und dann klappt das alles nicht mehr so. Und dann dachte ich so, fürs Zeigen reicht Englisch ja auch erstmal aus. Also das klang, wir können es nochmal hören. This voice should resemble my own voice, but I am not convinced at all. Ja, also ich glaube, es gibt Stimmenimitate, die weniger nach mir klingen als das hier. Auch wenn ich am Ende dann doch ein bisschen sehr heiser geworden bin. So, hören wir mal das nächste. But this is still not an easy thing to do. Das ist jetzt ganz lustig. Also, das hat er ganz gut gesagt. Er hatte aber, das merken wir dann gleich, ich hatte eigentlich irgendwas gesagt mit difficult im Satz. Und ausgerechnet mit dem Wort difficult hatte er Schwierigkeiten. Was dazu führte, dass sich da ja irgendeine Rückkopplung gebildet hat und das Ganze irgendwo so im Rauschen, im Matsch verschwunden ist. Das hören wir jetzt im nächsten Beispiel. Ja, okay, da ist jetzt der nächste schon mit reingerutscht. Das war dann der Versuch, mal ein bisschen Deutsch zu sprechen. Das lasse ich auch nochmal abspielen. Es ist ein schönes Experiment. Ja, das Ganze in sehr merkwürdigem Deutsch geschrieben, damit es dann quasi mit der englischen Aussprache irgendwie verständlich wird. Also, ich weiß nicht, wie gut man das verstehen kann. Ich verstehe es, weil ich weiß, was ich eingetippt habe. Das sind also tatsächlich Sachen, die ich eingetippt habe an der Konsole und die dann nach ein bisschen Rechnen hier ausgeführt wurden. Man muss sagen, für all die Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, sind Modelle nötig. Die sind teilweise ziemlich groß, teilweise, naja gut, was heißt ziemlich groß? Im heutigen Kontext 2021 lachen wir vielleicht ein bisschen darüber, wenn wir mal 1 GB aus dem Internet ziehen müssen, teilweise auch 2 GB. Manche Modelle sind auch nur so 350 MB groß, sowas ist dann weniger das Problem. Auch der Arbeitsspeicher, 8 GB Arbeitsspeicher reicht letztlich im Prinzip für das Allermeiste hiervon aus. Ist heutzutage letztlich auch keine Sache, aber da merken wir auch schon, vor 10 Jahren hätte das alles noch ein bisschen anders ausgesehen. Also, wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, wir können Menschen in einem Video ersetzen im Idealfall. Wir können im Idealfall Menschen etwas vollkommen anderes sagen lassen. Und wir könnten im Prinzip Menschen auch mit ihrer eigenen Stimme etwas vollkommen anderes sagen lassen als das, was sie in Wirklichkeit sagen. Das heißt, wir hätten für Schurken den
die idealen Werkzeuge hier parat, die natürlich noch ein bisschen mehr trainiert werden müssen. Das muss man ja vielleicht auch dazu sagen. Ich arbeite hier mit vortrainierten Modellen. Und würde ich auf meine eigene Stimme ein trainiertes Modell noch ansetzen und rechnen lassen, was viel mehr Rechenarbeit benötigen würde, als das einfach nur hier auszuspielen, dann würde diese Stimme wahrscheinlich auch nochmal deutlich besser klingen. Ja, damit hätten wir es doch jetzt eigentlich, oder? Einen Rausschmeißer habe ich noch. Geht ein bisschen hier dran vorbei, aber hat letztlich auch wiederum mit neuronalen Netzen und Gesichtern zu tun und ist eine Entwicklung von Facebook. Es heißt ja immer, diese großen Firmen wie Facebook, die verdienen quasi mit unseren Daten. Und das ist natürlich immer eine sehr abstrakte Geschichte, wenn man das hört, wenn man das so sagt. Und da kann man sich relativ wenig drunter vorstellen. Und dann dachte ich mir, gut, dann gucken wir doch mal. Wir haben also hier ein Open-Source-Projekt, was Gesichter analysiert und dann feststellt, ob man glücklich ist, wie alt man ist, wo man herkommt, ob man eher europäisch ist oder asiatisch aussieht und welches Geschlecht man hat. Da kann man dann schon, weiß nicht, war das hier? Ja, wir sehen es gleich richtig. Da sieht man jetzt also, das ist letztlich eine Sache, das ist dann wieder eine Bibliothek, die man in Python einbindet und dann mit ein paar Zeilen, wie man hier sehen kann, dieses Modell von Facebook verwenden kann. Auch diese Modelle, da muss man dann für jede Variante, für Alter, für Emotionen und sowas muss man dann wieder Modelle runterladen, die dann jeweils, ich glaube, um die 500 Megabyte groß sind. Kommt da also auf 2 Gigabyte etwa. Und wenn ich es jetzt hier richtig finde, genau, da habe ich also mal ein bisschen gespielt. Das ist so das Minimalprogramm, was man sich vorstellen kann. Man bindet hier oben die Bibliothek ein und dann übergibt diesem Programm den String, den Pfad zu einem Bild und sagt, ja, dann sag mal, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat die und so weiter. Und das wird dann ausgegeben. Eine andere Variante ist hier unten einfach zu sagen, jo, öffne doch einfach den Stream von der Webcam und analysiere immer den Typen, der davor sitzt. Und das habe ich gemacht, allerdings auf einem anderen Computer als diesem hier, weil aus irgendwelchen Gründen lief das hier auf dem Rechner nicht oder nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe die Beispiele mitgebracht. Das sieht dann so aus und ich gehe hier mal 20 Sekunden vor. Also da sitze ich an einem anderen Computer. Solange ich da noch mit der Seite mich da so ein bisschen verdeckt habe, ist nichts passiert. Aber sobald ich dann mein ganzes Gesicht gezeigt habe der Kamera, hat er dann gesagt, okay, also ich sehe ängstlich aus. Das hat er fast immer gesagt. Ich sehe ängstlich aus. Eben war ich 32, jetzt bin ich 34 und da habe ich irgendwie ein bisschen debil gegrinst, da meinte er dann, da bin ich neutral und hier habe ich wieder Angst und da hat er mich nochmal dingfest gemacht, jetzt bin ich 39, habe wieder Angst und ich glaube, jetzt kommen, weil ich nicht ängstlich sein wollte, habe ich jetzt gleich debil gegrinst, habe dann immer mal geguckt. Also es liegt, ich weiß, da ist die Belichtung im Schein der Schreibtischlampe jetzt nicht so gut gewesen, aber da bin ich sogar 43. Und aber das habe ich auch bei Tage probiert und da war es jetzt nicht wesentlich genauer, das Ganze. Also wahrscheinlich, wenn ich einen Facebook- oder einen Instagram-Account hätte, ich würde wahrscheinlich von Aufputschmitteln Werbung bekommen, immer wieder in die Timeline reingespült bekommen oder sowas. So, jetzt kommt also die Variante mit den vorhandenen Bildern. Da haben wir jetzt auch eine bessere Auflösung. Und da sehen wir dann auch, wie er das ausführt da. Und wir sehen also da, er guckt sich an, wo ist das, das sieht man da wieder, er hat herausgefunden, wo im Bild ist das Gesicht und sagt hier unten am Ende, die dominante Emotion ist happy. Und im nächsten Bild, was wir jetzt hier links auf der Seite sehen, da ist die dominante Emotion neutral. Davor sehen wir auch, wie viel er denkt, jede dieser Emotionen hier passt in Prozent, also von 0 bis 100%, allerdings als Fließkommazahlen, deswegen sind da so affig viele Nachkommastellen dahinter. Und hier auf dem Bild, erstaunlicherweise, sieht Wolfgang wieder glücklich aus. Und er hat sich auch gut gehalten. Er ist also hier laut Facebook 54 oder 52. Und man kann davon ausgehen, da das jetzt Sachen sind, die von Facebook Research kommen, heißt das, glaube ich. Was kann ich, steht jetzt hier so direkt nicht. Ja, also da diese Sachen auf jeden Fall von Facebook kommen,
kann man schon irgendwie davon ausgehen, dass sie bei ihren eigenen Diensten sowas im Hintergrund mitlaufen lassen und schon analysieren, was ihre Nutzer so treiben, wie sie sich fühlen und wie alt sie sind. Und entsprechend dieser Angaben kann man dann natürlich auch individuell dann Werbung schalten für diese Leute. Jo, das soll es dann aber tatsächlich für heute gewesen sein. Das ging wahrscheinlich an einigen Stellen jetzt ein bisschen zu schnell und ich hätte wahrscheinlich an einigen Stellen irgendwie noch weitere Experimente zeigen sollen. Aber wie gesagt, ich grusel mich selbst ein bisschen davor, was heutzutage möglich ist und ich möchte gar nicht fälschen, aber ich möchte einfach dafür sensibilisieren, was alles möglich ist. Und wenn Sie halt entsprechend ein bisschen Spaß haben wollen, wie gesagt, das kann man böse einsetzen, das kann man gut einsetzen. Und wenn Sie Olaf Scholz mal Queen singen hören wollen, dann finden Sie da auch entsprechend lustige Videos, wo man das nochmal sehr schön beobachten kann. Also, Dankeschön bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen, war interessant. Und wenn es Sie interessiert, wenn Sie möchten, dass es hier weitergeht, dann bitten wir um Spenden. Wir finanzieren uns überwiegend durch Spenden und damit sichern Sie den Erhalt dieses Kanals. Wir sagen Dankeschön auch fürs Zuschauen und sind in 2 Wochen wieder da. Machen Sie es gut. Ahoi!